Hier eine Extremwertaufgabe. An den vier Ecken eines 5 Dezimeter breiten und 8 Dezimeter langen rechteckigen Papiers schneidet man 4 gleich große Quadrate ab. Hier werden also diese 4 magenta schraffierte Quadrate abgeschnitten. Das bleibende Kreuz wird als Schachtel gefaltet. So. Die Frage lautet, wie groß müssen diese 4 abgeschnittenen Quadrate sein, damit der Doseninhalt maximal ist? Da wir vom Rauminhalt dieser Dose ein Maximum suchen, werden wir diesen Rauminhalt mit einer Variablen x ausdrücken. Und was in unserem Problem hier variiert, das ist diese Quadratseite, die variiert. Also nennen wir die x und drücken jetzt den Rauminhalt dieser Dose aus. Dieser Rauminhalt ist natürlich der Flächeninhalt von dieser Basis, also der Flächeninhalt von diesem inneren Rechteck mal die Höhe der Dose. Der Flächeninhalt von diesem inneren Rechteck, das ist diese Länge mal diese Breite, diese Länge, das ist 8 minus x minus x, und diese Breite, das ist 5 minus x minus x. Der Flächeninhalt von diesem inneren Rechteck ist also 8 minus 2x mal 5 minus 2x. Und die Höhe dieser Dose, diese Höhe da, entspricht natürlich diesem Maß hier, das heißt die Seite von diesem Quadratchen, also x. Das heißt also, dass der Rauminhalt von dieser Dose ohne Deckel gleich ist zu 8 minus 2x mal 5 minus 2x mal x. Wir verteilen das Ganze und finden so als Rauminhalt Funktion dieser Variablen x 4x hoch 3 minus 26x² plus 40x. Wir suchen von dieser Funktion ein Maximum. Hier eine Skizze von solch einer Funktion und in der Skizze stellen wir fest, dass diese Funktion effektiv bei einem bestimmten x-Wert ein Maximum erreicht. Ich werde das x hier so einstellen, so dass das Maximum im Graph hier erreicht ist. So sehen wir ungefähr, wie groß diese x-Seite denn sein muss. Da wir von diesem v von x ein Maximum suchen, werden wir diese Funktion ableiten und von dieser Ableitung eine Zeichentabelle machen. Die Ableitung von diesem Trinom dritten Grades, das ist dieses Trinom zweiten Grades. Und die Nullstelle von diesem Trinom zweiten Grades sind 1 und 10 Drittel. Und somit können wir leicht diese Zeichentabelle erstellen. Bei 0 und 5 halbe sind hier rote Striche eingetragen. Die bedeuten, wenn x kleiner gleich 0 ist, dann hat das mit unserem Problem gar nichts zu tun, denn wenn x gleich 0 ist, dann hat unsere Dose gar keine Höhe. Und wenn x streng negativ ist, das macht sowieso keinen Sinn, denn eine Länge kann nicht streng negativ sein. Hier steht 5 halbe, wenn x gleich 5 halbe ist, das heißt die Hälfte von der Breite des angegebenen großen Rechtecks, ich stelle das hier mal so ein, so, dann schneiden wir diese 4 Quadrate weg, aber dann erhalten wir keine Dose mehr. Wenn man dieses Kreuz hier faltet, dann erhält man keine Dose, sondern einfach nur eine Fläche. So, also, wenn x 5 halbe ist oder auch größer als 5 halbe ist, dann macht das für unser Problem keinen Sinn. Was also bedeutet, x muss sich streng
zwischen 0 und 5 halbe befinden, das heißt hier in diesem Bereich. Jetzt schreiben wir die Zeichenzeile für V' von x. V' von x ist dieses Trinom zweiten Grades. Das wird 0 bei 1 und bei 10 Drittel. Da schreiben wir also Nullen hin. Außerhalb dieser beiden Nullen schreiben wir das Vorzeichen der Vorzahl von x². Das ist Plus. Also da und da gehört Plus hin. Und zwischen den zwei Nullen schreiben wir das entgegengesetzte Vorzeichen. Wir schlussfolgern, zuerst in diesem Bereich macht das für unser Problem keinen Sinn, also schreiben wir da einen Schrägstrich. Dasselbe für diesen Bereich, da also ebenfalls Schrägstrich. Dann da, wo V' streng positiv ist, da steigt V. Da, wo V' streng negativ ist, da fällt V. Und da, wo V' 0 ist, ist die Tangente horizontal. Und daraus können wir also schließen, dass, wenn x 1 ist, V von x maximal wird. Und somit haben wir die Antwort auf die gestellte Frage gefunden. Ich stelle das hier nochmal so ein, dass dieser Punkt auf Maximum steht. So ungefähr. Und wir haben gefunden, dass dieser x-Wert 1 sein muss. Das Volumen dieser Dose ist also maximal, wenn dieser x-Wert 1 ist und diese Seitenlänge von dem kleinen Quadrätchen scheint effektiv ein Fünftel von der Breite des großen angegebenen Rechtecks in der Zeichnung zu sein. Was also bedeutet, was wir hier herausgefunden haben, das ist, dass das Volumen dieser Dose maximal wird, dann und genau dann, wenn die Seitenlänge von diesem Quadrätchen gleich 1 Dezimeter ist. Und in diesem Falle ist der Rauminhalt der Dose also 6 mal 3 mal 1, also 18 Kubikdezimeter. Und diese Aufgabe ist somit beendet.